So. Okay. Dann, liebe Leute, sind wir wieder dabei? Nein, den Satz beende ich nicht so, wie Leute denken würden. Ja, wir sind wieder auf Tour, würde ich sagen. Und zwar in Skyward Sword. Das habt ihr natürlich gemerkt. Besonders die Leute, das... Er ist nicht da. Später auf YouTube gucken, werden das sowieso wissen, weil sonst hätten nicht drauf geklickt. Oder das Video ist automatisch. Wusstet ihr, auf YouTube ist das irgendwie ganz komisch. Dort ist das gerade so, dass dort, dass dort automatisch neue Videos starten. Und ich denke mir jedes Mal, was ist das denn? Oh, was willst du denn? Kleiner Mann, du scheinst dich am Mächen uns heute zu lehnen. Soll ich dir einen Getränk anladen? Gerne. Das wollte ich hören, also dann hoch die Tasten, Jungschwund. Dieses Gebräu ist fantastisch, richtig lecker und fruchtig. Ich werde mir einen guten Rat geben, kleiner Mann, also hör mir jetzt gut zu. Hast du den schon mal an diese Ausdauergetränke getrunken? Die gibt es im Trankladen zu kaufen. Diese Wunderdinger sorgen dafür, dass deine Ausdauerzeichen viel langsamer abnimmt. Toll, oder? Du denkst bestimmt, dass du nur dann einsetzen kannst, wenn du eine lange Strecke laufen möchtest. Weit gefehlt, auch andere deine Aktionen. Bla 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 bla. Ist das das, was der von mir wollte? Der Wahrsager macht... Ach, okay. Wäre es denn, wenn du mal mit dem Wahrsager siehst, dann... Ja. Gehen wir mal dahin. Der ist älter als mein Opa und hat keine Ahnung mehr. Ist doch immer so. Autoplay heißt das. Ah. So ein Rüpel. So, der Wahrsager. Wir brauchen auch noch Geld. Ich habe mich übrigens nur hingesetzt, weil ich damit meine Leben auffüllen konnte. Aber ja. Also ich weiß, was der Wahrsager will. Wo wohnt der nochmal? Ach, da gibt es ja auch ein Logo, okay. War der da hinten? Ja. Ich weiß nur nie, wie ich da hinkomme. Das vergesse ich immer. Nein. Da. Da komme ich lang. Okay. So, dann gucken wir mal. Ja, und sonst? Wie läuft's? So, hallo mein Guter. Oh nein, seine Kugel ist vorbei. Es hat keinen Sinn, es ist alles aus. Mein Kristall ist kaputt, so kann man nicht mehr in die Zukunft sehen. Meine saften Augen sind betrübt und gebrochen, so wie mein wunderschöner Kristall. Aber wenn ich bloß einen neuen Kristall bekäme. Da fällt mir ein, du bist doch dieser Junge, der durch diese Propeller aus der Welt unter den Wolken hergebracht hat. Um ehrlich zu sein, ist mein Kristall nach einem Gegenstand aus der Welt unter den Wolken. Die Ahnung von diesem Doruko aus der Werkstatt haben ihn einst geborgen und Doruko hat ihn mir verkauft. Also vielleicht gibt es da unten ja noch ein Kristall oder so wie meiner. Würdest du vielleicht für meinen danach suchen, lieber Freund? Ja. Das ist ja wundervoll. Du bist meine Rettung in der Not. Laut den Roboter aus der Werkstatt gibt es solche Kristalle in meinem Gebäude am Vulkangipfel. Ja. Ich kann den Kristall, den die Person sucht, als gegenwärtiges Ziel für die Aura-Suche festlegen. Nein, weil ich weiß, wo der ist. Ich bitte dich, junger Freund, den Kristall kann ich nicht in Zukunft sehen. Und über die Fähigkeit werde ich auch deine Hilfe... Also, ja. Ja, ich weiß, wo der ist. Die Sache ist, das kann sein, wenn wir jetzt dahin reisen... dass jetzt was anderes getriggert wird, und zwar die Mission dort auch in dem Gebiet. Deswegen würde ich das sehr, sehr gerne jetzt nicht machen. Habe ich gestern nochmal mit meinem Dad getroffen und mittlerweile verstehe ich mich irgendwie voll gut mit ihm. Ach, das ist doch eine super Sache. Ist ja letztens doch gemeint, wie komisch das ist. Aber wenn man sich jetzt hier gut versteht. Nee, freut mich für dich. Ich will nur eine Mission triggern, weil ich weiß nicht, ob man die jetzt schon machen kann. Weil ich weiß, ich kann bei dem jetzt nichts kaufen. Ich will, wie gesagt, nur was triggern. Und zwar möchte ich schlafen gehen. Hallo, mein Guter. Bis nachts. Also ich weiß auch gar nicht, ob man, wie gesagt, die jetzt schon aktivieren kann oder so. Aber naja. Nein, kann man doch nicht.
Okay. Dann entschuldige ich mich, lieber Terry. Dann habe ich keine Ahnung, was man noch machen kann. Guck mal gleich, ob man mit dem Wolkenvogel noch irgendwie was machen kann. Bis morgens. Gibt es noch irgendwie eine Mission? Weil die habe ich auch vergessen mit der Kristallkugel tatsächlich. Das Herzteil kann ich mir nicht leisten. Okay, ja. Ja, dann gucke ich mal ganz kurz, ob ich noch irgendwo so einen Himmelsblock aktiviert habe oder sowas. Also es gibt noch zwei Sachen, wo ich, also eine Sache, sorry, eine Sache, wo ich weiß, dass doch was sein kann. Nein, habe ich auch nicht. Wir können einmal halt zur Kürbisinsel gehen. Ja, die Sache ist halt, wir müssen als nächstes zum Wald von Firewall. Dann zum Vulkan und dann nochmal zur Wüste. Bei der Wüste ist das, glaube ich, nochmal ein recht langes Gebiet. Ich bin jetzt aber nicht. Ja, ich glaube, dieses Drumherum ist halt ein bisschen mehr. Weil bei der Wüste gibt es halt noch ein Gebiet, was dann freigeschaltet wird. Wo wir dann halt Missionen machen müssen. Bei den anderen ist es halt einfach nur anstrengend und langwierig. Obwohl ich muss sagen, ich glaube, so schlimm werde ich das aber gar nicht mal finden, weil, also zumindest beim Vulkan, das habe ich früher als sehr, sehr schrecklich empfunden, aber ich glaube, heute finde ich das auch ein bisschen angenehmer. Ihr werdet schon sehen, was es ist, weil ich habe irgendwie im Gefühl, dass wir heute alles drei hinkriegen können. Boah, der war aber... Hi, mein Freund. Ich wollte nur gucken. egal, wir gucken einfach mal. Bam, 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 bam. Guck mal. Der ist weg, der Käfermann. Okay, dann ist seine Mission auch schon getriggert. Da können wir dann mal kurz hingehen. Ist eigentlich irgendwie traurig, wenn ich so weiß, was so alles abgeht. Aber ich muss auch sagen, also jetzt mal ohne Kack, ein paar Sachen habe ich ja, ich habe damals zum Beispiel nicht alle diese Steine gesammelt. Ich habe, weiß ich nicht, ich habe so viel nicht gemacht, weil mich das null interessiert hat. Also eigentlich hat es mich schon interessiert, aber das war halt, weiß ich nicht, irgendwann hatte ich da halt keinen Bock mehr drauf, weil es einfach nur noch beschissen war. Und hier muss ich echt sagen, da war schon wieder so ein Flughörnchen. So, hä? Klingt jetzt doch einzeln so herum? Vielleicht war das auch ein Fehler oder so. Es ist halt langweilig, dass wenn man weiß, wo schon alles ist im Prinzip, dass man nur noch jetzt diese Stellen immer wieder abcheckt, um zu gucken, ey, kann man das jetzt schon triggern? Funktioniert das schon? Oder muss ich noch warten? Und ja. Ist irgendwie dann ein bisschen traurig, finde ich. Aber das ist, glaube ich, auch meine Schuld. Weil irgendwie ein paar Sachen waren, die wir, glaube ich, noch... Weiß ich gar nicht, die... Die... die ich damals nicht gemacht habe. Keine Ahnung. So... Ich weiß aber, um ehrlich zu sein, auch gar nicht, wie viele Truhen zum Beispiel es noch hier gibt. Oder sowas. Keine Ahnung. Ich glaube, so viel gibt es gar nicht mehr. Werden wir noch sehen. So, wir müssen da vorne zu der Insel. Also, wie gesagt, wenn es getriggert wurde. Ich glaube, wir müssen sogar da unten hin, oder? Sehe ich da jemanden? Ich wollte nur kurz das Bienennest holen. Da, ja, da steht er. Wie auch immer der in diese Wolke gekommen ist, aber hey. So. Okay. Denn hier ist auch nochmal ein Minispiel. So, mein Guter,
Ey, Bas, was für ein Zufall, dich hier zu treffen. Ich bin in diesen dichten Nebel geraten und fand mich urplötzlich auf diese Insel wieder. Wusstest du, dass diese Insel der perfekte Lebensraum für vielerlei Insekten ist? Ich glaube, ich werde hier Insekten züchten und versuchen, sie alle möglichen Exemplare zu fangen. Hey, möchtest du dich vielleicht in einer Insektenjagd versuchen? Ich habe da ein paar für dich freigelassen. Um sie interessant zu gestalten, gibt es zwei Stufen. Eine für Anfänger und eine für Experten. Ah, Experte. Alle Arten fangen. Ich muss mich konzentrieren, aber Gesundheit-Pizza oder Kugelfisch oder wie auch immer. Ah, schön. Na, neues? Oh, danke. War das einer der Käfer, die ich noch brauchte? Bestimmt. Na, scheiße. Nein, shit. Okay. Aber mir fehlt noch so ein Kugelding. Shit. Fehlt noch so ein Kugelding? Genau, mir fehlt noch irgendwie so ein anderer Kackkäfer. Da oben ist er. Nee, ist er nicht. Das ist er. Oh. So. Hey, das waren alle. Merkt ihr gut, wo Insekten nisten, dann ist es beim nächsten Mal noch etwas schneller. Wie wär's, wenn du beim nächsten Mal versuchst, unter 3 Minuten zu gelangen? Okay. So, was habt ihr geschrieben? Kugelpizza ist ein toller Spitzname. Ja, du würdest auch Ärger kriegen. Experte. Thank you.
Scheiße. Gottesanbeter, Ameise. Wir haben's. Unter 1 Minute 36. Hä? Was ist denn für eine Vorhersage? Der Kuhfisch Ärger bekomme. Das ist aber eine Umfrage, musst du machen, keine Vorhersage. Hä, was ist denn für eine Logik? Irgendwann müssen wir das wirklich mal spielen. Ja, mal gucken. So, als Belohnung gibt es für mich 5 Insekten zwei ganz besonders seltene Exemplare. Wolkenglühwürmchen. Moment, kriegt man hier kein Herzteil? Okay, ich dachte, hier kriegt man noch ein Herzteil. Warte mal. So. Da, Insekteninsel. Ist nur Frage. Ach, egal. Ja, toll. Weiß ich nicht. Ich find's immer noch komisch, dass man überhaupt eine Vorhersage machen kann, so. Die Sache ist, ich kann ja nicht vorhersagen, ob Kugelfisch Ärger bekommen soll. Das ist doch keine Vorhersage. Ich bin doch... Oh. Okay, das ist nur für eine andere Mission. Okay. Ja, eigentlich ist es immer dieses Slash und nicht Ausrufezeichen. Ich verstehe auch nicht, warum das funktioniert hat mit Game. Vielleicht ist das vom... Ist das vom Nightbot vielleicht so eine Sache? Ja, das ist vom Nightbot, Tatsache. Ich weiß gar nicht, dass der Nightbot das umändern kann. Okay. Gerade Narisha gehört? Wo ist der überhaupt? Ach, da hinten. Ah, da sehe ich ihn. In seiner Regenbogen. Wenn das nur am PC. Ich kann dann auch nur am PC. Haben da jetzt überhaupt Leute mitgemacht? Ja, hat keiner mitgemacht. Gut. Ja, komm, dann mache ich mal eine Umfrage. So. Abstimmung. Oh, nein. Abstimmungsansehen. Achso, hä? Hast du jetzt... Achso, du hast sogar eins gemacht. Ja, toll. Da haben wir aber nochmal Glück gehabt. Das wollte ich gerade löschen. So. Ja. Ich glaube, hier, es gibt hier halt echt nichts mehr, was wir hier machen können. Nein. Da würde ich sagen, würde ich ins Erdland gehen. Ich habe doch nicht gesehen, dass du eine gemacht hast. Bei mir stand nur, ja, letzte Umfrage beenden und ich so, hä? Unseriöse Frage. Stimme ich zu. Finde ich auch ein bisschen komisch. So. Da müssen wir jetzt auch nicht... im Prinzip haben wir ja alles, ne? Terris Insel. Ach, guck mal, jetzt wird er auch angezeigt. Insektenparadies. Achso, ich habe Insekteninsel angegeben. Ja, warum wird das denn als Insekteninsel auf Zelda Pendium ge...
Ist das ein Hunderter? Das ist ein Hunderter. Alter, komm her. Nein. Ha! Hab den Kackvogel. So. Auf und davon. Wo sind wir da? Nein. Rubine. Also falls ihr es wissen wollt, im Missfall, dann konnte es das letzte schon dann nochmal abschicken, dann öffnet sich das. Okay. Eigentlich macht man das immer so mit Slash und nicht mit Ausrufezeichen. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Im Wald von Fireborn hat anscheinend eine Veränderung stattgefunden. Ein Absprung dorthin ist momentan nicht möglich. Okay. Aber warum können wir da hin? Ich gehe mal dahin. Ja.